Wir sitzen hier in Valladolid, in Yucatan, nach 12 Tagen Mexiko-Adventure-Reise, gestern Chichen Itza und eine Cenote. Waren das für euch die Highlights dieser Reise? Also, soll ich anfangen, die Cenote war eins der Highlights auf jeden Fall, weil sie überhaupt nicht im Programm war, weil das unser spezieller Wunsch war. Und das war wirklich genauso, wie wir es uns vorgestellt haben, was ganz Besonderes. Und das war auch das Tolle an der Reise insgesamt, dass auch immer wieder auf unsere Wünsche eingegangen worden ist, dass man auch mal so Besonderheiten einfach noch mit einbauen konnte. Also von daher war das richtig toll. Für mich war die ganze Reise ein einziger Höhepunkt, sodass es schwierig ist, einen Einzelnen herauszugreifen. Aber der gestrige Tag war mit Sicherheit einer der schönsten und ich kann nur das wiederholen und bestätigen, was Renate gesagt hat, auch das Abweichen vom normalen Programm, das Eingehen auf individuelle Wünsche, das erlebt man sicherlich nicht bei jedem Reiseveranstalter und das war einfach top für uns. Das mit dem Highlight haben wir eigentlich jeden Tag aufs Neue wiederholt. Wie seid ihr auf Mexrotter gestoßen? Wir haben einen Reiseveranstalter für Mexiko gesucht, weil wir eigentlich ein individuelles Programm gewünscht haben, wegen der im Anschluss an die Reise stattfindenden Familienfeier. Wir haben uns an einen anderen österreichischen Veranstalter gewandt, mit dem wir schon zweimal in anderen Ländern Trekkingreisen unternommen haben und der hat uns an Mexrotter weiterempfohlen, weil er selber keine eigenen Mexiko-Reisen anbietet. Und der Kontakt war eigentlich von Anfang an so entspannt und so persönlich, wir sind uns so gut betreut vorkommen, dass wir eigentlich dann gar keine Vergleiche mehr angestellt haben. Also Mexrotter war von Anfang an dann die einzige Wahl. Hinsichtlich der Sicherheit in Mexiko, hat es einen Moment gegeben, wo ihr euch irgendwie unsicher gefühlt hättet hier? Überhaupt Nein. Nicht einen einzigen Nein. Moment. Also gut, wir sind jetzt auch nicht gerade nachts um 2 durch irgendwelche Straßen getigelt. Dazu waren wir viel zu K.O., weil der Tag über so spannend war. Aber wir haben uns nie in irgendeiner Form eingeschränkt oder bedroht gefühlt. Ich war auch öfter mal alleine unterwegs zum Fotografieren, ist überhaupt kein Problem. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, also überhaupt nicht. Ich hatte nicht ein einziges Mal das Gefühl, unsicher zu sein oder gar Angst zu haben. Es gab überhaupt keine Situation bis jetzt. Wenn man freundlich ist zu den Menschen, waren sie auch total freundlich zu einem. Ich habe viele Schnappschüsse machen können, habe gefragt und bin nie irgendwie auf Abwehrhaltung gestoßen, im Gegenteil. Jetzt im Anschluss an die Reise seid ihr noch ein paar Tage in der Karibik zum Entspannen? Ja, wir machen noch 6 Tage Badeurlaub in Tulum. Und dann geht es in den Norden von Mexiko nach Juarez. Wobei ich jetzt gern noch 6 Tage mit euch weitergereist wäre. Dann sage ich herzlichen Dank und wünsche euch sonnige Tage zum Ausspannen in der mexikanischen Karibik und dann gute Heimreise. Wir danken Mexrotter. Ganz viele Grüße an das ganze Team, insbesondere an Eva und an Peggy. Danke.